Ich glaube, ich schaue das Ganze oder meine Tätigkeit eher als eine Analyse an. Also von dem her bezeichne ich mich als Analyst und nicht als Künstler. Und das ist für mich eigentlich wirklich etwas Zentrales, wie man das eine analysiert, wo man nicht einordnen kann, was zum nächsten führt. Und klar, im Großen kann man von der Kunst sprechen, aber ich sehe es eher als eine Analyse an. Also das ist eine frühe Arbeit, die ich gemacht habe im Master, wo ich mit simplen Latten, die ich zur Verfügung hatte, dieses Verhältnis der Treppe zum Verhältnis der gestapelten Latten, wo man eigentlich wie dieses Treppenhaus auf meiner Interpretation neu vermessen hat. Das ist das Buch, das wir gemacht haben vom ganzen Inventar von der Steindruckerei Wolfensberger, das Lager 1. Was ich sehr eindrücklich fand, auch technisch, wie diese alte Technik immer noch zeitgenössisch interpretierbar sein kann. Daraus entstand die Überlegung, ja, das Material hat ja auch schon eine Sprache. Dadurch entstand dann die Überlegung, dass der Stein an und für sich das Motiv selber ist. Das ist ein Lithostein, der von der Rückseite bedruckt wurde, einer von 121. Das Inventar, wo jeder Stein quasi eine Nummer bekam, ausgemessen wurde. Was man hier sieht, ist eigentlich wie ein Schwarz-Weiß-Plan, den man oft für Städtestrukturen benutzt in der Architektur. Dieses Schwarz-Weiß-Verfahren, wo man Strukturen von den Rückseiten von den Steinen, also sprich die Sprache der Steine, aufs Papier gebracht haben. In meinem künstlerischen Schaffen sind meine Ausbildungen nicht unwesentlich. Zum einen der Maurer, dann der Hochbauzeichner, der Innenarchitekt, Designer und Szenograf. Das dann rüberging in die Künste. Das waren zentrale Ausbildungen, wo mich eigentlich wie ein Tool oder ein Werkzeug mitgegeben haben. Sprich, besser sogar, dass man wie ein Barmixer ist, wo man unterschiedliche Getränke beifügen kann und sie vermischt, verbindet oder auch wieder auflöst. Also grundlegend kann man Dinge nicht nur über Gedanken lösen. Man muss auch in eine Aktion gehen. Man muss es ausprobieren. Und im Ausprobieren scheitert man manchmal auch. Und dieses Scheitern ist ja nicht per se einfach ein Scheitern, sondern es kann auch zu anderen Überlegungen oder anderen Sichtweisen führen. Im besten Fall ist das Leben wirklich eine Reise aus lauter spannenden Begegnungen.